die die Arbeiten an einer Baustelle nicht richtig festgemacht hatten. Das Eis an der Brille des alten Mannes war langsam aufgetaucht, die Brille verkleinerte seine Augen dreifach, die Armlehne des fettigen Sessels, auf dem der alte Mann in seiner Matte saß, war sehr alt, ihr Stoff war mit der Zeit dünn geworden. Wahrscheinlich saß der alte Mann immer auf dem Sessel und schaute auf sein Bett, und wenn er im Bett lag, schaute er auf den Sessel. Wenn er aus der Wohnung hinausging, ließ er das Bett und den Sessel hinter sich. Wenn er hereinkam und den Lichtschalter drehte, sah er den Sessel und das Bett dort stehen. Der Sessel, der glibbernde, der Armlehne des fettigen Sessels, war Waschbecken, die offenen Stromkabel, die verreiste Brille, die fettige Pfanne, das alles sah aus wie zu Fotos erstarrt. Manchmal inszenierte die Sonne Berlin als eine etwas lebendigere Stadt. Wenn die Sonne hervorkam, zogen sich die Menschen sofort aus und sammelten sich am Wannsee im Unterhemden unter den dünnen Sonnenstrahlen. Manche standen auf Hände an den Hüften, um der Sonne näher zu sein. Wenn die Sonne auf die linke Seite der Straße schien, gingen sie alle auf der linken Seite. Viele alte Frauen kamen mit ihren Hunden auf die Straße und sahen so aus, als ob sie aus einem lange verschlossenen Schrank heraufgekommen waren. Männer und Frauen aßen Eiscreme und küssten sich mit eisbeschmierten Mündern, dann aßen sie weiter Eis. Ein alter Mann lief mit kurzen Hosen unter den Bäumen her, als wäre er aus einem offenen Grab gestiegen. Wenn die Sonne unterging, würde er wieder in sein Grab zurückkehren. Aus den goldenen Toreinfährten kamen Menschen, schauten sofort zur Sonne, als wollten sie sich wegen der Verspätung entschuldigen. Unter der Sonne liefen die Deutschen in Berlin in Unterhemden, während die Ausländer, Griechen, Italiener, Spanier, Jugoslawen, Türken ihre Jacken und Mäntel abbehielten. Sie nahmen diese schwache Sonne nie so ernst. Alle Ausländer waren damals nur für ein Jahr nach West-Berlin gekommen, und wenn ihre Verträge mit den Fabriken nach einem Jahr ausliefen, wollten sie fast alle wieder in ihre Länder zurückkehren. Alle hatten, als sie in ihren Ländern an den Bahnhöfen oder Flughafen von ihren Menschen Abschied nahmen, gesagt: Nach einem Jahr komme ich zurück, nur ein Jahr, das wird schnell vorbeigehen. Im nächsten Frühling bin ich wieder hier. Sie waren in der Busse eingestiegen, dann in die Züge, dann in die Flugzeuge und waren nach Berlin gekommen. Dann, nach einem Jahr, wollten sie wieder in Züge und Busse einsteigen und zu den Orten, aus denen sie gekommen waren, zurückkehren. Sie reden von diesem ein Jahr, für das sie nach Berlin gekommen waren, als ob es sich nicht zu ihrem Leben gehörte. Vielleicht deswegen sah Berlin damals nicht nur zwei oder, sondern drei geteilt aus: West-Berlin, Ost-Berlin, Ausländer-Berlin. Die Ausländer waren die Vögel, die sich auf einer großen Reise mal kurz auf die Berliner Bäume gesetzt hatten und um dann weiter zu fliegen. Diese Vögel schauten sich Berlin von oben an, verstanden die Sprache der Menschen nicht und die Menschen verstanden ihre Vögelsprache nicht, weil die Vögel jeden Tag mit dem Gedanken aufwachten, nein, schliefen und zu ihren Orten zurückfliegen, dachten sie nicht daran, die Sprache Berlins zu lernen. Und die Menschen in Berlin lernten auch nicht ihre Vogelsprache, weil es Gastvögel waren. Damals war das erste deutsche Wort, das die Vögel lernten, Dolmetscher. Es war das erste Wort, das sich in den Münden der fremden Vögel deformieren ließ. Wodolmetscher, Wodolmetscher. Die Vögel trafen sich am Bahnhof Zoo, ihr Ankunftsort in Berlin, und eines Tages nach einem Jahr ihr Abfahrtsort aus Berlin. Dort standen die Vögel in Gruppen, sprachen laut ihre Vögelsprachen zwischen den einen ausatmenden Zügen. Griechische, italienische, jugoslawische, spanische, türkische Vögel liefen durch die Berliner Straßen und sprachen laut ihre Sprache. Das sah so aus, als ob sie hinter ihren Wörtern hergingen, als ob ihre laute Sprache ihnen den Weg frei machte in einen Wald, den sie nicht kannten. Wenn sie eine Berliner Straße überquerten, dann nicht um in eine andere Straße zu gehen, sondern weil ihre lauten Wörter in die Luft von ihnen hergingen. So gingen sie
der ihren Wörtern her und seien für die Menschen, die sie diese Wörter nicht verstanden, so als ob sie mit ihren Eseln oder Truthennen durch ein anderes Land gingen. Die ausländischen Vögel auf den Bäumen erinnerte die Menschen unten, die noch in Fotos wohnten, an die Armen, die sie kurz zuvor noch selbst erlebt hatten. Armut ist wie eine ansteckende Krankheit. Keiner will daran werden krank. Es gingen ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre vorbei, aber kein Vogel kehrte zurück. Weil sie nicht zurückkehrten, mischten sich die Vögel in das zum Foto erstarrte Leben der Berliner ein und weckten die Fotos auf. Manche Fotos bekamen Farbe, andere vergilbten aus Missverstehen, andere bekamen neuen Glanz. Die Vögel setzten sich auf die Fotos. Auf späteren Fotos entdeckte man die Vögel in den Fotos. Fotos lachten, Fotos schimpfen, Fotos verstauben. Seitdem die Vögel in dem Foto saßen, schoben sie die Sehnsucht zurück zu fliegen vor sich her und mit jedem Verschieben verloren sie Federn. Und wenn sie gut für den Urlaub und ihre Länder zurückführen, erzählen sie Märchen über Berlin und zeigen Fotos, die bald auch in der Türkei an manchen Wänden hingen. Die Leute in ihren Orten, die ihnen zuhörten, glaubten ihnen, diese Rolle als Märchenerzähler gefiel ihnen. Kafka sagte in etwa, wenn ein junger Mann sich heute aus einem Dorf auf einem Pferd zum nächsten Dorf auf den Weg machte, sei er ein Held. Die Vögel waren in Berlin Arbeiter, aber sie fuhren im Urlaub als Helden in ihre Länder. Godard sagte, man musste das Vaterland verlassen, an einem anderen Ort gehen, um gleichzeitig an zwei Orten zu sein. Wenn zwei Türken in Berlin untereinander Türkisch redeten, könnte ein Berliner das fast verstehen, weil auch die Sprache anfing, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Sind Krankheiten schickten, Herr Doktor Kranken schreiben, Japmade gesund schreiben, Japte. Sind Oğlanı berufsschule mi yoluyorsun? Yok, arbeitsam gidip geliyor. Urlaba gidiyor musun? Kindergel alırsak, Schüler kapanınca. Nachdem die Vögel und ihre Sprache an zwei Orten gleichzeitig lebten, legten die Vögel ihre übrigen Federn ins Eisfach und holten die Gerüche ihrer Länder hervor und auch der Geruch lebte an zwei Orten. Straßen rochen nach Pizza und Dönerkebab. Knoblauch bekam in Berlin fast eine Hauptrolle. Berliner retten von diesem Star. Italiener eröffneten Kaffeehäuser ohne Vorhänge und die ehemaligen Vögel stellten Obst und Gemüse auf die Straße. Sprachen von ihrem Balkon zum Balkon auf der anderen Straßenseite. Ehemalige türkische Vögel eröffneten Metzgereien, in denen sie die Tiere nach den muslimischen Gesetzen schlachteten, weil ihnen von manchen Türken erzählt wurde, dass die Berliner Metzger die Schafe mit dem gleichen Messer schlachteten, mit dem sie auch Schweine schlachteten. Plötzlich tauchten Schilder an den Läden auf, hier gibt das Lamm nach muslimischen Regeln geschlachtet. Man erzählt, dass in Berlin Hinterhöfen Schafe geschlachtet werden oder die Menschen aus der Türkei ihre Schafe oder ihre Minarette mitbringen, um nicht in Berlin zu sündigen. Und Berlin ließ das alles mit sich machen. Schon 1966 gab es erste Ehen zwischen Berliner und Türken. Eine Türkin verliebte sich in einen Berliner. Sie sprach fast kein Wort Deutsch, kein Wort Türkisch. Er hatte ein kleines Boot. Sie legten sich in den Nächten nackt nebeneinander. Er streichelte sie, küsste sie, aber schlief nicht mit ihr. Als sie ein paar deutsche Wörter gelernt hatte, fragte sie ihrem Geliebten, warum du nicht lieben wie ich? Er sagte, vielleicht du krank. Sie war wie viele muslimische Frauen an Geschlechtsteile rasiert und ihr Geliebter hatte gedacht, sie habe eine Krankheit. Die paar deutschen Wörter, die sie gelernt hatte, retten diese Liebesgeschichte. Berlin ließ diese Liebesgeschichte in sich leben. Die Sprache und die Liebe verbanden manche. Berlin позволил это сделать с собой. Берлин позволил этой
любовной истории совершиться и жить. Die Sprache und die Liebe verband manche Berliner mit den Ausländern, ebenso wie der Tod. Die Ausländer fuhren im Urlaub mit alten Autos voller Leute in ihre Länder, müde, sehnsüchtig, kaum Erfahrung mit Autos, und jedes Jahr kamen viele Menschen auf den Autobahnen um. Manche Mütter und ihre Kinder überlebten die Unfälle, und als sie zurück nach Berlin kamen und die Mütter zur Arbeit gehen mussten, passten manche Berliner Omas aus der Nachbarwohnung auf diese türkischen Kinder auf, und die Kinder nannten sie Ome. Ich hab dir lieb, Ome. Ich denn auch. Viele einsame Berlinerinnen kamen zu einem griechischen Schuster, und dort erlebten sie Griechenland. Er machte ihnen gezuckerten Kaffee, gab ihnen Restina, und die Schusterwerkstatt wurde zum Urlaub für die alten Berlinerinnen. Eine Gerde kam jeden Tag zu Costa, weinte und sagte, sie könne ihre Haare nicht kämmen und nicht waschen. Er ging mit ihr hoch zu ihrer Wohnung, wusch ihre Haare und kämmte sie, das mache er bis zu ihrem Tod. Einmal sagte eine Berlinerin zu einer Jugoslawin, die vor ihnen in der Warteschlange stand und ihr den Platz freimachte: Seien Sie doch nicht so unterwürdig. Zum Ladenbesitzer gewandt, sagte sie, ich möchte, dass Sie Ihre Rechte wahrnehmen. Die Berliner Intellektuellen sagten, Deutschland kam zu spät, um Kolonien zu haben. Durch unsere Wirtschaftswunder haben wir Kolonien bei uns geschaffen. Das Berliner Türkenviertel in Kreuzberg ist die drittgrößte Stadt der Türkei. Die meisten Kolonialländer hatten ihre eigene Sprache in ihren Kolonien durchgesetzt. Wenn zum Beispiel ein Afrikaner nach Paris kam, sprach er bereits Französisch, oder ein Bulgare, der nach Istanbul emigrierte, sprach schon Türkisch. Die Berliner aber mussten sich mit dem Kommen der Vögel mit ihrer eigenen Sprache auseinandersetzen. Den Sprachprozess, den die Vögel durchmachen mussten, erlebten die Berliner mit. Jeder Vogel, der die deutsche Sprache nach der Logik der eigenen Muttersprache in fremden Bildern gebrochen und mit vielen Fehlern sprach, ließ die Berliner über ihre eigene Sprache stolpern. Wenn Sie etwa von einem dieser Vögel nach dem Weg gefragt würden, deformierten Sie in Ihrer Antwort Ihre eigene deutsche Sprache, die mir sagen, wo ist Puffhaus? Du gehen bis zum Rathaus. Nichts ist Rathaus, Puffhaus. Ja, du gehen bis zum Rathaus. Hinter dem Rathaus ist Puffhaus. Vielen Danke. Viel bitte. Berlin hörte sich das an und lachte. Berlin, слушал это и смеялся. Ich sah die dritte Generation Vögelkinder, die heutzutage perfekt Berliner. Aber wenn ein Berliner sie nach dem Weg fragt, lassen sie ihre perfekte Sprache beiseite und beschreiben den Weg in gebrochenem Deutsch. Die Frage nach dem Weg, einer der ersten Sprachversuche zwischen Berlinern und Vögeln, würde zum Denkmal. Ja, es ist sehr, sehr, sehr beeindrucksvoller Roman. Es gefiel mir sehr. Wir besprochen auch in der Lektion an der Universität. Um die Analyse, wenn geht es um Analyse, es ist sehr reiche Sprache. Stil ist ein wie in Schauspiel in der Bühne. Sie Emine, Sergio Damar, ist auch würde als Schauspielerin würde Schauspielerin. Sie beschäftigt sie würde auf der Bühne auftreten. Sie hat auf der Bühne aufgetreten, und sie schreibt dieses, sie beschreibt Berlin. Berlin zwischen Menschen, zwischen Nachkriegs-Berlin war sehr wüstig.
nicht lebendig. Es waren viele alte Frauen ohne Männer. Männer waren gekränkt mit künstlichen Händen, haben Handprothesen. Sie waren geschlagen durch den Krieg. Es war Besatzungszone West- und Ost-Berlin, zwei Besatzungszone. Und sie beschreibt, wie in einem Foto, alle starren wie ein Fotos in ihr Gedächtnis, in ihrem Gedächtnis. Sie erinnert an Bilder, nur an Bildern. Es ist so, sie stellte dar. Sie stellt dar, so. Sie hat das so dargestellt. Sesselglühbirnen. Zuerst war Berlin depressiv, verwüstet, ohne Menschen, alte Frauen, ohne Männer, und auch sie sagte, Berlin drei geteilt, Ost, West und Ausländer Berlin, kommen neue Leute aus anderen Ländern zu arbeiten, Gastarbeiter, sie eingesiedelt dann und sie auch zurückfliegen, aber gibt es solche Leute, die nicht fliegen zurück, die nicht zurückfliegen, und sie sprechen in gebrochenes Deutsch. Die Bilder würden etwas lebhafter. Und sie beschreibt Menschen wie Vögel. Sie kommen, Ausländer und aus Jugoslawien, Bulgarien, aus viel, viel Ländern, arbeiten auf einen Vertrag von einem Jahr, und sie bleiben, und sie sind und sie blieben in Berlin, diese Ausländer, Türke, Bulgarier, Jugoslawier, Griecher und sie haben, es zeigt, diese Menschen, verschiedene Nationen, sie lebten wie sehr freundlich. Sie kümmern miteinander, zum Beispiel ein Griecher kümmerte um Haarschneider, Friseur, kümmerte um eine Berlinerin, alte Berlinerin. Sie kam zu ihm und er kämmte sich ihre Haare. Er war sehr er war sehr sehr gut. Er half. Es war wie eine große Familie, kann man sagen. Berlin, zwischen Menschen kommunizierten sich und unterhalten sich, und sie haben engste Beziehungen und auch fremde Beziehungen, und alles starrt wie ein Fotos in ihrem Kopf. Sie beschreibt das sehr lebendig, sehr emotionell. Sie will auch etwas ausdrücken. Wie waren Menschen nebeneinander? Sie wollte sagen, Berlin hörte das an und lachte.
Sie beschreibt eine lebendige Stadt, Berlin. Alle Menschen waren nicht Freunde, aber sie kommen, wie kann man sagen? Sie waren warm nebeneinander, zueinander. Sie waren warm zueinander. Es gibt auch Liebesgeschichte zwischen Deutschen und Türken. Ja. Kommen Ausländer, Emigrationswellen und alles wurde lebendiger, alles etwas lebhafter. So. Dankeschön fürs Zuschauen. Schreiben die Kommentare unten. Bis zum nächsten Mal.